Das Dörfchen Arnreit im schönen Österreich, morgens um 5:30. Alpenprinzessin Julia wirft die Pferde an und wir lernen gleich mal ein ganz neues Wort. Ogasen, das heißt ins Hochdeutsche übersetzt angasen, also Gas geben. So, jetzt müssen wir angasen, dass wir pünktlich nach Linz kommen, weil heute fahren wir nach Wien. Die Welthauptstadt der königlich-kaiserlichen Romantik. Mit den drei magischen Zutaten. Schnitzel, Sissi, Sachertorte. Ja, Wien ist immer spannend, ja. Der ständige Stress, der Stau. Jeder fährt Arsch an Arsch. Ich schau die jeder blöd an. Ja, so kann man's natürlich auch sehen. Julia ist eh nicht zum Spaß da. Ja, heute haben wir einen langen Tag. Heute habe ich einen langen Tag vor mir. Heute werde ich 15 Stunden im Einsatz sein. Oder etwas länger, so voll, wie das hier aussieht. Ja, scheiße. Oje. Und jetzt kommt der Stau. Na, das kann ich jetzt echt nicht brauchen. Nein! Das ist gerade was mich stresst. Aber ich habe eh noch. 35 Minuten haben wir noch. Aber es stresst mich trotzdem. Ich hasse das, wenn ich unpünktlich bin. Die Passagiere warten am Krankenhaus in Linz. Ey, es ist wieder so ein Motorradfahrer, dass er sich einfach da neben mich hinstellt und das einfach davonfährt. Tja, so sind die Menschen manchmal. Zum Glück gibt's hier für Julia eine Busspur. So, jetzt wird's eng. Ja, danke. So, und das Schöne ist jetzt an dem Ganzen, dass wir da jetzt einfach vorbeiziehen. Hoffentlich, wenn es mal aufgeht, dann sind wir gleich in Linz drinnen. So, der nächste Laster. Zack, das war jetzt knapp. Ah, da haben sie eine Baustelle, drum staut so. Machst gleich die Laster und da den Bus rein. Es gibt so egoistische Leute einfach auf dieser Welt, das ist arg. Das stimmt, aber zum Glück gibt es auch Engel, Blonde noch dazu, wie Julia. Hallo. Das sind keine Patienten, sondern Mitarbeiter des Krankenhauses. Heute ist Betriebsausflug. Ab nach Wien. Es folgt die feierliche Ansprache. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen. Wir fahren heute nach Wien. Ja, dann wünsche ich euch eine angenehme Fahrt und einen wunderschönen Tag. Dankeschön. Ist doch mal schön. Raus aus dem Dorf, rein in die Stadt. Nee, ich bin nicht gern in Wien. Wien ist schon eigentlich eine riesengroße Stadt. Und ja, ab und zu mal hinfahren und ein bisschen was anschauen, ja, okay. Und in Prada. Es ist ein riesengroßer Vergnügungspark. Und da bin ich schon eigentlich ganz gern, weil ich ja noch ein kleines Kind bin. Das Kind in mir will raus. Na dann, lass es raus. Alpenprinzessin Julia ist mit ihrem Krankenhausbetriebsausflug unterwegs in Richtung Wien. Sie liebt ihren Job und sie hasst Vorurteile über Buspiloten. Wir sitzen eh nur drinnen in einem Bus, das stimmt schon. Aber wir müssen immer, jede Sekunde, jede Hundertstelsekunde müssen wir unseren Kopf und alles dabei haben. Wir dürfen nicht einmal unkonzentriert sein, wir dürfen nicht einmal abgelenkt sein oder irgendwas. Weil wenn wir einmal abgelenkt sind, dann haben wir 50 Menschenleben am Gewissen, wenn wirklich irgendwas Grobes passieren sollte. Du musst immer konzentriert sein. Du hast eine körperliche Arbeit, ist grundsätzlich nicht, das stimmt schon. Aber geistige Arbeit ist öfter stärker als wie körperliche Arbeit. Noch 2 Stunden bis Wien. Und da reinzufahren ist definitiv Arbeit für den ganzen Kopf. Ja, in Wien ist es halt so, dass es halt ziemlich eng werden kann. Dass du aufpassen musst, dass du nicht bei einer Brücke durchfährst, wo du nicht durchfahren kannst, weil du sonst das Dach holt. Und dann ist sie da. Die Stadt und damit der Härtetest. Aber jetzt haben wir schon ein bisschen am Verkehr da, ja? Staut schon ein bisschen. Wenn wir da mal die rechte Spur nehmen. So, wie seht ihr, wir sind in Wien. Und der erste Ausstieg ist Schönbrunn. Genauer gesagt Schloss Schönbrunn, das bescheidene Eigenheim der legendären Kaiserin Sissi. Das, wie es jetzt gerade ist, ist der typische Verkehr in Wien. Ja, jetzt mal, wenn ich nach Wien komme, dann haben wir so einen Verkehr. Ja.
Es sind Fußgänger, Ampeln, Autos, alles mögliche. Fahrradfahrer, Mopedfahrer. So, jetzt sind wir gleich in Schönbrunn. Beim Schloss Schönbrunn, sagen wir so. Schönbrunn ist ein klassischer Touristenspot für Wien. Also da, ja, schau. Da kommen Busse haufenweise hin. Also, es ist schon so, dass wir da jetzt hinfahren und gleich wieder weiterfahren müssen, weil ich nicht stehen bleiben darf, weil da eine Haltestelle für die Hop-on-Hop-off die Stadtbusse sind. Ah. Wenn du schon einbiegst, dann bieg wenigstens gescheit ein. Schau dir die Menschenmassen an. Weil schau, da haben wir schon die ersten Busse, da ist alles voll. So, wir waren in Schönbrunn. Ich muss mitten auf der Straße stehen bleiben. Also wer mag, aussteigen mag, der müsste bitte schnell sein. Viel Spaß! Julia, ein Busbabe unter Strom. Wir müssen weiterfahren, wir stehen mitten auf der Straße. Nächster Stopp, das Stadtzentrum. Und der Verkehr wird immer mehr. Wir sind jetzt direkt in Wien, in der Stadt drinnen. Und jetzt muss ich mich einfach ein bisschen konzentrieren, weil ich schauen muss, dass ich dort hinkomme, wo ich hinkommen muss und dass ich keinen zusammenführe. Und ja, es sind zwar Peanuts für mich, aber man muss sich trotzdem konzentrieren. Und du musst da schnell reagieren können. Immer wieder ganz schnell reagieren und schnell Spur wechseln. Sonst hast du einfach Pech gehabt. Man muss in Wien ein richtiges Arschloch sein, wenn man da mit dem Bus fährt. Weil sonst kommst du nirgendwo hin. Oder wenn du irgendwo abbiegen musst, du kannst einfach nicht abbiegen, weil du keine Spur wechseln lässt, wenn du nicht einfach ein Arsch bist. Dass du nicht einfach umfährst. Wenn ich will, dann kann ich ein richtiges Arschloch sein. Ja, das kann ich gut. Und auch das ist ein Talent, das man vor allem in diesem Job gut gebrauchen kann.